Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf der Stappenbach. Ja, ich habe ein bisschen Shoppingtour gemacht und mal Futtermittel gekauft und die müssen wir jetzt mal so langsam alle wegkarren, ne? Dazu steigen wir mal in Eicher und verladen den ganzen Rotz mal. Ne? Ich hoffe, ihr seht es mir nach, ich bin nicht der beste Ballenstapler. Versuchen mein Bestes zu geben. Na. Ist auch nicht ganz so einfach. Drauf haben wir schon mal. Und dann ab auf den Hänger. Wir brauchen Futtermittel, damit wir Tiere kaufen können, ne? Damit das hier vorangeht. Oh, bis jetzt läuft's noch, ne? Entschuldigung, wenn ich da nicht so viel bei erzähle. Ich muss mich da immer so ein bisschen bei konzentrieren. Wenn ich Ballen lade. So wie jetzt. Gar nicht getroffen. Aber viel zu hoch waren. Aber irgendwie kriegen wir die Bälle schon drauf. Wäre ja gelocht, ne? Ja, ich hatte erstmal 6 Heuballen gekauft. Kleesilage. Maissilage. Und Stroh. Ich denke, dass wir erstmal Schafe an und Kühe anfangen können. So langsam, nach und nach. Oh, das klappt hier fast, wa? Boah, Mürkes hatte ich schon gekauft, Hafer. Wir gehen jetzt voll ins Tierbusiness. Wir kaufen uns auch ein paar Pferde. So 2, 3, 4, 5. Mal gucken, wie das ist. Oh, wir sind natürlich wieder viel zu hoch. Manchmal nervt es mit dem Ballenstapeln. Aber das lässt uns, davon lassen wir uns nicht ermutigen, oder? Das kriegen wir schon hin. Dass wir das zum Hof kriegen. Dauerhaft mache ich das nicht mit dem Frontlader, also da bin ich auch ganz ehrlich. Oh, jetzt habe ich den falsch aufgepiekt. Naja, soll wohl noch hinhauen. Dann nehmen wir denn in Leinwund so einen Ballenwagen von Anderson. Ich weiß auch noch nicht, mit den Silageballen. Das ist ja auch immer... Ich habe zwar eine Silozange, aber das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Das spackt ja auch immer so rum. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Weil nur Ballen stapeln, wie ist ja rammdösig bei. Müssen so rum rein, ne? Dann kriegen wir ihn auch. Aber bis jetzt klappt es ja noch ganz gut. Aber wir wollen mal den Tag nicht vor den Abend loben, ne? Noch ist der Hänger nicht voll. Und alle dann Hof. Da, wo es hingehört. Aber sonst mit dem kleinen Eicher kann man das eigentlich ganz gut machen, ne? Aber als Frontladerschlepper ist er echt töfte. Da gibt es Schlimmere. Schlimmere. Blöde Handy. Mal nicht rumgebimmelt. Rückwärtsgang rein. Und ab den nächsten, ne? Ja, die 6 Heulbeine, da haben wir ja erstmal ein bisschen was dran, bis wir weiterkommen. Wenn ich kaufe, noch ein bisschen was dazu, das ist ja auch nicht so schlimm. Können wir noch ein bisschen Kredit von der Bank uns holen.
Aber ich möchte ganz gerne jetzt erstmal die ganzen Tiere fertig machen. Dass man dann auch zwischendurch noch ein bisschen was zu tun hat. Und nicht nur dann immer spulen muss, so dass wir so ziemlich auf das Spulen die meiste Zeit verzichten können. Und deswegen, wir machen hier ziemlich viel Tiere. Wir nehmen alles, wir machen Fleischrinder, wir machen Schafe, wir machen Milchkühe, wir machen Pferde. Was das Herz so begehrt. Schweine hatte ich auch schon geguckt. Ich hatte auch einen schönen Schweinestall gefunden. Aber den kann ich so noch nirgendwo hin platzieren. Bei uns auf dem Hof, da müsste ich die Halle wegmachen. Oh, wir sind wieder zu hoch. Sagt doch keiner was, ne? Sonst wäre der schön gewesen. Der gefiel mir eigentlich gut, waren zwar nicht viele Schweine, aber wir gehen ja auch nicht so auf die Größe. Wir machen das klein. Weil wir ja auch noch Ziele brauchen, ne? Wenn du jetzt alles da sofort so viel hast, diese Riesenmengen, ich hoffe, das geht da noch drauf. Dann hast du ja auch nichts mehr, wo du drauf hinarbeiten kannst. Oh, das passt aber, wa? Oder auch nicht. Mann! Das ist ein bisschen schade, dass man das so schlecht abschätzen kann im LS. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Das machen wir weiter. Ja, der ist ja gar nicht gut gepackt. Ach ja. Und dann kriegen wir das alle hin. Sorry, dass ich echt gerade nicht so viel rede, aber beim Ballen stapeln, ey. Reden und stapeln, das finde ich ist gar nicht so einfach. Ja, gucken, wo wir die auf den Hof hin tun. Ich hatte jetzt noch keinen Platz mehr ausgesucht, aber wir haben auch am Schafstall noch so ein bisschen Platz. Ah, die erste Rutsche ist drauf, ein Segen. Oh, falsche Taste, ne? Kleesilage, Maisilage, Grassilage. Ich habe kein GPS. Deswegen kann ich leider noch keine Mischration machen. Weiß überhaupt einer, wie das Mischverhältnis jetzt ist bei dem neuen mit der Forret Extension? Ich hab da echt keine Ahnung. Spanngute, ist das er? Komm aus L, ne? Jo! Haben wir die mal drum geschmissen? Ne. Nicht, dass die Berufsgenossenschaft sich nur beschwert, dass wir keine Spanngute drum haben, ne? Also, das wäre ja echt ein Drama. Fahren wir mal lieber etwas langsamer. Wohl mit den Gurten dürfte jetzt nichts passieren. Aber man weiß ja nie, ne? Sieht man schlecht in den Spiegel, ne? Man sieht nur Hänger. Und mit dem neuen Reher, wir wollen es mal nicht hervorbeschwören, ne? Nicht, dass wir den ganzen Rotz wieder von der Straße aufheben können. Dann fahren wir lieber etwas langsamer. Man kommt ja auch so ans Ziel, ne? Machen wir mal die Tüdelbeleuchtung an. Also die Fußgänger hier, ne? Ob die alle kein Zuhause haben oder so? Weiß ja nicht. So, ich hab Vorfahrt. Man soll die arbeitende Bevölkerung nicht aufhalten, ne? So, wie stellen wir uns jetzt am besten hin und am gedürfsten und am besten?
dass wir das hier alles irgendwie so eingelagert kriegen. Spanngurte lösen. Abhängen. So, Freunde, wir haben ein Erfolgserlebnis. Wir sind am Hof. Krass. Hätte ich ja nicht gedacht. Also jetzt mal einen ganz klatterer Dutch abladen. Gucken, wo wir es hin tun. Ganz passend gefahren. Vorwärtsgang rein. Ist auch immer schlecht abzuschätzen, ne? Stroh. Mistplatte. Stroh können wir doch hier reinschmeißen jetzt, oder? Passt das nicht dahin? Oh, das passt. Wie gemacht für die Strohbälle. So viele haben wir ja nicht. Und umtüdeln können wieder aus. Aber ich finde, das geht echt gut mit dem kleinen Eicher. Also klein ist er nicht, der hat auch 100 PS, aber... Upsi. Jo. Der Kandidat hat 100 Gummipunkte. Irgendwas musste ja noch passieren in der Folge. Kann ja auch nicht angehen, dass das ohne Fail geht, ne? Da wäre ja ich das nicht. 4:15 schon. Hier im Spiel. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier so... Na, ich schätze mal, das Ballenfahren wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Dann würde ich gerne gucken, ob wir heute noch ein paar Tiere zum Hof kriegen. Rückwärtsgang rein. Oh, der ist ja gut hingefallen, ey. So, ne, wir müssten eigentlich erst Schafe holen, ne? Oder wie machen wir das? So, mal eben kurz, sorry. Muss jetzt mich erstmal hier kurz orientieren, wie wir das am besten packen. Zum Büschchen können wir hier was reinrollen? Ne, hier ist eigentlich nicht so günstig. Hier passt ein Trecker noch ganz gut rein. Das wäre idealer. Dass wir da einen Trecker hinstellen. Ein von den alten. Was ist das denn jetzt, ey? Oh, hier wird, glaube ich, Gras gefüttert. Ja. Gut, dann stellen wir da jetzt erst den Heuballen hin. Und dann sehen wir das ja für die Schafe. Wir müssen auch noch die Mörkes holen. Wir brauchen noch eine Palettengabel. Die anderen Heuballen. Ich hätte erst gedacht, dass wir hier ein, zwei hinstellen. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Den können wir hier hinstellen. Rückwärtsgang rein. Oder wir stellen die hier in die Scheune. Da kommst du aber auch dann so schlecht. Wir haben echt ein Problem mit, was Bellekes angeht. Ja, Freunde. Ich denke mal, ich mache mir noch einen Kopf, wie wir das jetzt hier weiter einlagern. Aber trotzdem sage ich erstmal danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, und drückt doch einfach auf Abonnieren.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.